Ja, hallo ihr Lieben, es ist Christian Schemmeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und in Murnau, gerade noch in der schönen Schweiz. Ich wollte mal ganz kurz eine Frage aufgreifen, die kam da in meinem Liebeship-Bereich auf. Wie sieht denn das aus mit gewaltfreier Kommunikation in toxischen Beziehungen? Also erstmal ist natürlich gewaltfreie Kommunikation ist natürlich wunderbar, kann ich es nur empfehlen, grundsätzlich bei Beziehungen auch sehr anzuraten, auch wenn man sich gerade in einer toxischen Beziehung befindet, einfach weil gewaltfreie Kommunikation eure eigene Spielfläche sauber hält, ne? Deswegen ist es gut, aber also meine Erfahrung ist, dass es trotzdem nichts bringt. Also diese Illusion, man könnte mit gewaltfreier Kommunikation irgendwie durchdringen zu einem, der vielleicht narzisstisch, toxisch ist. Das ist grundsätzlich nicht so. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.